Hallöchen nun herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Tutorial. Ja, ähm, heute zeige ich euch ähm, mal ein Passwort gesichertes Redstone-Signal, mit dem ihr Türen, Lampen oder andere Sachen öffnen könnt. Ja, ähm, vorab zuerst ähm, ein paar kleine Informationen. Ähm, dass so viele, äh, dass so viele, dass so lange eben keine Videos kamen, lag einfach daran, dass ich ähm jetzt vor eineinhalb Wochen war ich in Italien bis eine Woche eben und danach habe ich eben noch zwei Arbeiten gleich danach geschrieben. Darauf musste ich halt noch lernen und so ein Zeugs, ja. Und das tut mir extrem leid. Ich wollte eigentlich noch ähm, Videos machen, hat aber nicht funktioniert. Und dann das Video, was gestern rausgekommen ist, sollte eigentlich am Samstag rauskommen. Da hat aber irgendwie die Upload die ganze Zeit nicht funktioniert. Ich habe keine Ahnung, warum. Das hat dann von Samstag, äh, von Sonntag auf Montag dann funktioniert. Ja, ähm, und ich hoffe, ihr seid trotzdem gut dabei. Und ja, ich stelle euch jetzt einfach mal das Teil hier vor. Ja, wie ihr hier sehen könnt... Ähm, warte, ich nehme noch kurz... Äh, ja, zwei Erde. Also hier ganz mal Erde. Wie ihr hier seht, ist eine Redstone-Lampe. Und, und ich tue jetzt einfach mal hier eine Erde rein. So. Passiert nichts. Null. Nö. Äh, passiert nichts wenn ich jetzt aber hier habe ich mal so eben den key genannt mach ich so und zack an aus habt ihr gesehen ich versuch's nochmal so schnell an jetzt läuft es da durch das ist natürlich nicht so geil ja ähm oh. kommt raus. so also ihr habt es ja gesehen also es geht aus an. Ja. Und ähm, damit könnt ihr ziemlich viele coole Sachen machen. Und ja, da drüben ist dann die Plattform. Dann so dann stelle ich noch die Items vor und dann geht's auch schon los mit dem Tutorial. Bis gleich. So, da bin ich wieder und ich stelle mal die Items vor. So, also ihr braucht für den Anfang, wenn ihr äh, euren Key erstellen wollt, braucht ihr einen Amboss und eben 64 eurer Lieblingsblöcke, was weiß ich, keine Ahnung. Den könnt ihr nennen, wie ihr wollt. Ihr könnt äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oder Ficken oder was weiß ich nennen. Das ist eigentlich ziemlich irrelevant. Ähm, ja, dann braucht ihr eine Redstone-Fackel einen Spender, vier Hopper, zwei Comparator, drei Redstone, dann ein Redstone Verstärker und eine Truhe. Ja. Und dann geht's zum Tutorial über. Bis gleich. So, dann geht's auch schon los mit dem Tutorial. Für den Anfang brauche ich eine 4x6 große Fläche und wir zögern nicht lange rum, sondern fangen gleich an. Und dafür müsst ihr ans Ende eurer Fläche zwei Blöcke rein und drei Blöcke rein. Also zwei Blöcke nach rechts und zwei Blöcke... Äh, drei Blöcke nach hinten. Dann müsst ihr 5 Blöcke nach oben. 1, 2, 3, 4, 5. So. Da kommt eure Truhe drauf. Dann. So. Macht ihr den Block weg. Dann. Und den Block auch weg. So. Dann tut ihr hier sowas machen. Dann tut ihr hier ein Trichter rein. Und einfach auf diesen Trichter so ein Trichter. So. Jetzt fragt ihr euch, warum zeigt dieser Trichter nach da? Naja, es ähm, ist einfach ganz einfach, dass der Comparator hier ähm, das Signal aufnehmen kann. Ganz easy peasy. So, dann. Ja, genau. Dann müsst ihr einfach von hier noch einen Block weiter. Und hier kommt jetzt der Spender hin. Dann könnt ihr die zwei Blöcke wegmachen und könnt eure. Wa, eure zwei Trichter hier hinten so dran setzen. Ganz easy. So, weiter geht's. Dann könnt ihr eigentlich die zwei Blöcke hier einfach entfernen. Dann müsst ihr zwei Blöcke von hier so. Dann ein Block hier und so und das ist dann so aussieht eben Eigentlich könnt könnte den block auch entfernen so dass es so aussieht dann kommt hier nämlich ein comparator hin dann ähm, redstone hierhin ein repeater und eine redstone fackel so und es äh, kommt und jetzt erzähle ich euch wie das hier alles funktioniert so hier also in diesen trichter kommen eben items rein ich mache das jetzt gerade mal so ich hatte jetzt nämlich übrigens ich bin cool genannt und jetzt seht ihr schon hier die laufen runter bis er auf 18 sind. So, da bin ich wieder und es gab kurz einen kleinen Cut, weil es wurde gerade gestört. Auf jeden Fall, habt ihr habt ja gesehen, wie diese Items hier eben durchgerattert sind. Und ja, das ist eben so, wenn ich hier mal die ganzen Items rausnehmen würde, ähm, wäre jetzt hier kein äh, Signal drauf, ganz einfach. Und ich nehme das hier auch mal raus. Und ähm, diese Fackel verhindert eben, dass ähm, dann ist eben dieser Hopper gebaut und da können keine, keine Items durchfließen. Ganz einfach hier, guckt, da es verschwinden keine. Weil der gepowert ist, der hier. Sobald man aber hier zum Beispiel jetzt, ähm... Ich warte gerade mal, bis unten die Lampe angeht. Also, es müssen 19 Items ein sein. Dann ist das Signal so stark, dass unten die Fackel ausgeht. Ich mache gerade Lamsang, damit ihr seht, wie die Fackel ausgeht. Und so, habt ihr gesehen? Die Fackel geht dann aus, wenn ein 19. Das Item reinkommt. Das seht ihr da unten, unter dem Redstone eben. Zack, Fackel aus. Und dadurch ähm, wird eben durch das... Also, weil eben eine bestimmte Anzahl von Items drin ist, geht der Comparator eine gewisse Stärke von Redstone aus. Das powert den Repeater, das powert die Fackel. Dadurch aber, ähm, kann der, wird der Hopper losgelassen, das Item geht durch bis nach ans Ende. Da aber dann, dann wieder hier zu wenig Items sind, ist das Redstone-Signal zu schwach, den Repeater zu powern und deswegen geht die Fackel wieder an. Und ja, und auf dem, äh, Prinzip basiert es eben. Und ja, dann sammelt sich eben das Teil, also, äh, sammelt sich eben hier diese, Kies eben und die könnt ihr einsammeln oder keine Ahnung was heißt, ich habe die mal Ich bin cool genannt ne? <laughs> Ja, das ist eigentlich schon das ganze Prinzip so aber damit ihr jetzt noch einen euren Output eben bekommt, braucht ihr eben zwei Blöcke hier so, einen Comparator hier hin und eine Red Zone, einen Redstone und ein Redstone so hin. Ich habe das jetzt mal da drüben äh, nur so gebaut eben, damit ihr seht, dass es das funktioniert eben. Also das ist also euer Output-Block hier eben. Da könnt ihr jetzt keine Ahnung was das ich dran bauen, eine Tür oder sowas. Ähm, das Problem ist, da das Signal ziemlich kurz ist, ähm, empfehle ich euch sozusagen eine Diode zu bauen. Und ähm, ich zeige kurz, was eine Diode ist. Ähm, es passt jetzt, äh, es gehört jetzt nicht zum Tutorial dazu, aber ähm, ich, ich zeige es euch jetzt einfach mal. So, so, also so. Da kommen hier zwei, oops, zwei Repeater. Also ich könnte auch zwei machen. So, ähm, dann die bleiben auf ein Tick und die kommen auf vier Ticks. Dann kommt da vorne wieder sowas hin. So. Ich brauche kurz eine Redstone-Lampe, dann zeige ich es euch kurz anhand des Beispiels. So. Wenn ich jetzt hier in dieses Ding sowas mache, dann seht ihr das Signal. Na, fuck, das ist so zu schwach. <laughs> Mist. Egal, dann kommt hier immer ein Repeater hin. So. Und jetzt. Habt ihr es gesehen? <laughs> das ist einfach so, dass, ähm, hier geht das Signal schnell durch. Und. Hier kommt es eben langsam durch und das ist so und sagen, eine gleiche, kleine Speicherenergie. Und Diode ist eben so, dass es nur in eine Richtung fließen kann, weil es kann eben nicht mehr zurückfließen. Und ich hoffe mal, dass es jetzt schafft, dass ihr es kurz seht. Hä? Warte mal. Irgendwas ist da falsch. Ah ja, warte. So. Jetzt soll es funktionieren. Jube. Habt ihr gesehen? Das ist eben richtig knapp, aber ähm, das Signal ist einfach länger. Ja, genau. Und das war eben so ein kleines Extra dazu. So, das war's mit dem kleinen, aber hilfreichen Tutorial, hoffe ich mal. Ähm, wenn, ich euch wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Kommentar, Kommentar da oder ähm, eine Bewertung. Das würde mich auch sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Und bis dahin, tschüss.